Guten Morgen! Heute ein Video über die Killer, die die tödlichsten Krankheiten, die wir kennen, verbreiten. Wie AIDS oder eben die Virusgrippe. Das sind die Viren. Sie sind mit Sicherheit eine der erfolgreichsten Lebensformen dieser Erde, da sie von Menschen bis zu Tieren und Pflanzen alles infizieren können. Sie sind zudem die Lebensform auf Erden, die am häufigsten vorkommt. Laut Schätzungen gibt es 4 Quintillionen Viren, nicht Quintmillionen, 4 Quintillionen Viren, womit sie einzellige marine Mikroorganismen, die auf Platz 2 sind, um den Faktor 10 übertreffen. Eine Quintillion ist eine 4, also eine 4 Quintillion ist eine 4 gefolgt von 30 Nullen. Um Viren zu erkennen, braucht man ein Elektronenmikroskop, denn Viren sind im Schnitt 100 mal kleiner als Bakterien. Um ein Virus zu generieren, reicht es einfach aus, eine virale RNA, also eine Ribonukleinsäure, also quasi das genetische Material des Lebens, mit ein paar Proteinen zu mischen, ich simplifiziere das mal, mit ein paar Proteinen zu mischen und schon hat man einen Virus. Das Virion, also ein kleiner Viruspartikel, besteht dann aus 2 oder 3 Teilen, ein Genom, also die genetische Information, wie eben jetzt die RNA oder DNA, einer Kapsel, wo die Proteine enthalten sind, und ja, manchmal gibt es auch noch eine Virushülle, die aus den Membranen der Wirtszelle oder aus den Membranen der Zellorganellen bestehen. Also der Virus ist wirklich quasi nur eine genetische Information und die Proteine, die dafür sorgen, dass die Replikation der schädlichen genetischen Information überhaupt ermöglicht wird. Aufgrund dieser Tatsache ist schon klar sichtlich, dass Viren alleine nicht lebensfähig sind. Viren brauchen eine Wirtszelle, die die für die Vermehrung notwendigen Ressourcen auch bereitstellt. Viren sind also intrazelluläre Parasiten, die sich der molekularen Maschinerie der Wirtszelle quasi berauben, oder nicht berauben, sondern die sie zunutze machen. Sobald ein Virus in Kontakt mit einer Zelle kommt, dann docken diese Proteine des Virus an den Rezeptoren der Zelle an, also des Opfers quasi, und öffnen die Zelle. Entsprechend dieser Vorgehensweise können bestimmte Viren nur eben an bestimmte Zellen andocken, aufgrund der Rezeptoren, die eben diese Rezeptoren dann haben. Der HIV-Virus zum Beispiel, der kann zum Beispiel nur an weiße Blutzellen oder in weiße Blutzellen eindringen, die einen sogenannten CD4-Rezeptor tragen. Nachdem dann die Zelle durch die Proteine geöffnet wurde oder sogar die Zellwände komplett abgebaut haben, dringt das Genom, also die RNA bzw. die DNA, in die Zelle ein und verwandelt die Zelle in eine Fabrik zur Herstellung von Viren. Wie sich der Virus dann repliziert, ist je nachdem, ob es sich um einen Virus, der eine DNA oder eine RNA trägt, unterschiedlich. Es ist aber sehr, sehr kompliziert. Auf jeden Fall, was überall gleich ist und damit wir auch ein Grundverständnis dafür entwickeln, ist, dass das genetische, also das genetische Virusmaterial quasi, dass dieses kopiert wird und Proteine mit der sich angeeigneten Genexpressionsmaschinerie der Wirtszelle hergestellt werden. Wenn diese Maschinerie einmal angelaufen ist, dann ist der Virus aktiv. Je nach Virus können verschiedene Dinge mit den befallenen Wirtszellen dann die Folge sein. Manche Viren lösen Mutationen aus, wie bei den krebsverursachenden Onkoviren, aber es gibt auch andere Virenarten, die weniger direkten Schaden anrichten. Manche sind sogar sozusagen Schläferzellen. Das ist zum Beispiel, ihr kennt das, also die machen lange überhaupt nichts Schadartiges, das ist der HIV-Virus, das sind sogenannte Schläfer, also so genannt von mir, sie schlafen, das ist kein Fachbegriff. Aber meistens ist es so, dass sich die Viren im Endeffekt so lange teilen und replizieren, bis ja, die Zelle quasi zum Platzen gebracht wird. Für vielzellige Organismen wie den Menschen ist das natürlich weit weniger drastisch und dramatisch als für einzellige Organismen, die dann natürlich einfach tot sind. Aber auch wenn dann zum Beispiel bei Menschen das körpereigene Immunsystem die Viren tötet, so hat man diese meistens schon wieder weiterverbreitet. Das stört quasi den Virus an sich nicht. Ne? Also der ist dann schon wieder weiterverbreitet. Es geht weiter. Also die Viren hüpfen quasi ständig von einem Organismus zu dem anderen, schädigen oder töten ihn sogar. Aber dadurch, dass sie sich in der Zeit ständig replizieren, vermehrt sich die Anzahl der Viren eigentlich immer weiter. Und daher sind die Viren auch die am häufigsten anzutreffende Lebensform auf unserem Planeten. Und wie reagiert dann die befallene Zelle auf die Attacke durch das Virus genau? Ja,
Da sich die Viruszelle, wie schon erwähnt, der Bausteine und der Abläufe der Zellen bedient, sind Abwehrmechanismen entstanden, die dafür sorgen, dass der Virus nicht einfach diese interne Zellmaschinerie nutzen kann. Eines davon sind die Restriktionsendonukleasen, also die sind auch Restriktionsenzyme, werden die auch genannt. Diese erkennen eben die eingedrungene Fremd-DNA und hydrolysieren diese Fremd-DNA dann. Also forcieren eine Reaktion dieser DNA mit Wasser und machen diese DNA dann unschädlich. Weiterhin bildet sich, nachdem der Virus bekämpft wurde, auch eine Immunantwort im Körper, die sich immer wieder an, an die neuen Virenstrukturen, die sozusagen auch entstehen, auch immer wieder anpasst und somit eine Art Gedächtnis entwickelt. Körpereigenes Gedächtnis. Und auch ohne dass wir einem Virus schon gegenübergestanden haben, haben wir auch ein Gedächtnis, nämlich in den genetischen Erbinformationen unserer Vorfahren. Also setzt sich dieses Gedächtnis des Körpers, wie er die Viren unschädlich machen könnte, aus einem angeborenen auf der einen Seite und einem erworbenen Anteil zusammen. Aus diesem Gedächtnis heraus bildet der Körper dann auch im Kampf gegen die Viren dann sogenannte Antikörper, die an den Viren andocken und diese binden können. Dadurch erkennen die zytotoxischen T-Zellen, früher wurden die auch einfach T-Killer-Zellen genannt, dass es sich bei diesen durch die Antikörper markierten Zellen um virusbefallene Zellen handelt und eliminieren diese dann. Ein gesunder Körper ist daher die beste Waffe gegen einen Virusbefall, denn im Gegensatz zu Bakterien, die ja Zellen sind, können Viren nicht einfach mit irgendwelchen Medikamenten getötet werden, sondern das körpereigene Erkennungs- und Killersystem kann im Endeffekt nur gefördert werden. Das bedeutet, dass man die Virusvermehrung durch Medikamente quasi nur hemmen bzw. verhindern kann, aber den Virus nicht einfach medikamentös irgendwie töten kann, das ist ja quasi ein Teil der Zelle, der körpereigenen Zellen ist. Diese Virusmedikamente oder auch Virostatika, wie die Medikamente, glaube ich, offiziell Virostatika, ja, so glaube ich heißen sie, wie sie genannt werden, die können entweder das Eindringen der neu generierten Viren verhindern, in den Zellstoffwechsel der Virusvermehrung eingreifen oder das Austreten ausbefallenen Zellen verhindern. Allerdings hatten die befallenen Zellen ja vorher eine Funktion im Körper des Menschen, und wenn die Viren sich dieser Zellen bemächtigt haben, aber man nun diese Zellen quasi indirekt oder direkt angreift, dann hat das eben auch meistens starke Nebenwirkungen. Und diese Virostatika, diese zu entwickeln, das ist auch ein sehr aufwendiger Prozess. Denn nicht selten kommt es dann durch die Medikamente in den ersten Entwicklungsstadien eben nicht nur, dass die Virusentwicklung zum Erliegen gekommen ist, sondern der gesamte Organismus kommt zum Erliegen, da man ja quasi eben die Zellen angreift, die ja normal eigentlich eine Funktion haben und die ja nur durch den Virus quasi eine neue Funktion haben. Und ja, also das ist die Problematik. Da sind die Virusstatika auch oft mit wirklich massiven Nebenwirkungen verbunden. Und um die Sache noch schwieriger zu gestalten, können Viren auch Resistenzen entwickeln, da sie ja auch nicht blöd sind und merken, dass irgendwas sie hemmt und, ja, und nicht wollen, dass sie sich weiterentwickeln. Also gerade für die großen viralen Epidemien ist nichts besser geeignet als ein gutes eigenes Immunsystem. Und ja, um dieses dann zu erhalten, ist es wichtig, dass sich der Körper auf die Bekämpfung der Viren fokussieren kann. Ja, und nicht ständig den Körper von Nahrungsgiften befreien muss. Die beste Ernährung für ein gutes Immunsystem, für einen gesunden Körper, das ist die vegane, fettarme Vollwertrohkost, da sie die Nahrung so aufnimmt, ja, wie es die Natur geschaffen hat, und man keine aufwendigen Prozesse initiiert, die den Körper wieder Energie rauben. Also, das ist meine Empfehlung für jeden Menschen, der gesund bleiben möchte oder der wieder gesund werden will, dass er wirklich nach einer veganen, ich sage immer fettarmen Vollwert-Rohkost, weil es meine Überzeugung ist. Mit diesem Fett, das ist natürlich unterschiedlich von Mensch zu Mensch, weil jeder hat einen anderen Stoffwechsel, und es kann durchaus sein, dass der eine ein bisschen mehr Fett ab kann, der andere ein bisschen weniger. Aber ich sag mal, man kann sich auf jeden Fall, denke ich, einigen auf die vegane Vollwertrotkost. Also alle Nährstoffe sind enthalten und vegan, keine tierischen Produkte. Meine Empfehlung, und ja, im Kampf gegen die Viren. Also dann, ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag im Kampf gegen die Viren und hoffe, ihr konntet euch ein paar Informationen zu den Viren mitnehmen. Und denkt daran, eure Daumen und eure Kommentare sind meine einzige Rückmeldung, inwieweit ihr die Videos interessant findet, die auch Wissenscontent vermitteln, die vielleicht etwas
mehr Konzentration erfordern als ein "Oh, die Fleischesser sind alle scheiße", was ich natürlich auch gerne bringe, vielleicht etwas eloquenter, aber ja, also euer Feedback, ne, das ist Daumen und Kommentare. So, und damit tut ihr auch direkt auch ein bisschen direkt beeinflussen, ja, was auf diesem Kanal zu sehen ist. Ich habe eine gewisse Intention, die kommt auf jeden Fall, egal in welchem Format, aber wie sie euch erreicht, die Information, das bleibt euch überlassen. Eure Daumen, eure Kommentare. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Ciao.